Und wir schalten zu Tina Hassel, die diese Pressekonferenz beobachtet. Aber so habe ich gehört, zunächst mal einen Gast hat, den sie befragen möchte. Ja, Susanne Holz, danke. Und wir werden natürlich sehr genau zuhören, was die FDP auf dieser Pressekonferenz sagen wird. Aber in der Tat wollen wir als erstes meinen Gast, Parteichefin Frauke Petri von der AfD, zu dem befragen, was sie ja heute als Paukenschlag an diesem Tag begonnen hat und wo bislang ja wenig Zeit zum Nachfragen war. Frau Petri, Paukenschlag heute Morgen. Sie haben gesagt, dass Sie als Parteichefin nicht der neuen Fraktion angehören wollen. War das eine Entscheidung, die Sie schon länger vorbereitet hatten, oder haben Sie das heute Nacht entschieden? Wer mich kennt, weiß, dass ich sowas nicht spontan mache. Wir haben im Wahlkampf, aber auch lange davor darüber gesprochen, dass wir uns entscheiden müssen, welche Art von Politik wir mit der AfD machen wollen. Und ich bin weiterhin fest entschlossen, eine konstruktive Politik zu machen, weil dieses Land einen Neubeginn braucht, dass wir den jetzt noch nicht schaffen konnten. Als neue Partei im Parlament, das war klar, aber wir müssen ihn vorbereiten für 2021. Und ich glaube, dass meine Position hierbei recht klar war und diese habe ich mit dem heutigen Schritt noch einmal untermauert. Nun hat man ja in der Pressekonferenz gesehen, dass Sie den Rest der Partei ziemlich überrascht zurückgelassen haben und dass Sie alleine gegangen sind. Das heißt, geht da möglicherweise jetzt auch eine Frauke Petri, die versteht, dass mit dem guten Wahlergebnis der AfD Ihre Fälle vielleicht auch etwas wegschwimmen? Oh, ganz und gar nicht. Also wenn wir sehen, was die AfD an Wahlergebnis erreicht hat, über das ich mich zweifelsohne sehr freue, denn wir haben 4,5 Jahre hart für diesen Einzug in den Bundestag gekämpft, so müssen wir trotzdem feststellen, dass das Angebot noch nicht auf die Wählerschaft trifft, für die es eigentlich da ist. Denn wir haben eine gute Programmatik. Ich meine, programmatische Ansätze sind auch zum Teil von anderen Parteien übernommen worden. Aber leider verschreckt die Partei nach wie vor zu viele Wähler. Und wir haben in Deutschland schätzungsweise 30% der Bürger, die eine vernünftige, konservative Politik wollen, aber niemanden mehr dafür finden. Und für dieses Angebot stehe ich zur Verfügung. Aber ist das nicht eine gewisse Schizophrenie, dass die Parteichefin der Fraktion nicht angehört? Deshalb gibt es ja auch jetzt schon, ganz kurz vor unserer Sendung, erste Stimmen, zum Beispiel der Parteivorstandsmitglied Poggenburg sagt, okay, dann sollte es auch konsequent machen und bitte ganz rausgehen. Da sehen Sie, ich habe seit 2015, seitdem ich nach Bernd Lucke's Weggang dann Sprecherin mit Jörg Meuthen geworden bin, immer für eine strategische Ausrichtung, eine vernünftige Politik im Sinne unseres Programms geworben. Zuletzt auf dem Kölner Parteitag und die Partei wollte diese Entscheidung nicht treffen. Ich habe damals schon gesagt, weil ich die inhaltliche Ansage für wichtiger halte, als die Machtfrage zu stellen, ziehe ich mich ein Stück weit zurück, mache trotzdem Wahlkampf, weil ich dieses Programm möchte. Aber in der Tat glaube ich, dass solange die AfD vor allen Dingen über einige abseitige Töne wahrgenommen wird, die aber immer sehr laut auch medial Widerhall finden, werden wir beim Bürger nicht ankommen. Und darum geht es mir aber. Jetzt fasse ich das mal mit meinen Worten zusammen. Sie sagen, ich gehe nicht alleine. Ich habe mir das sehr genau überlegt. Da gibt es ein Riesenpotenzial, aber so können wir es noch nicht nutzen. Also haben Sie schon Signale anderer AfD-Kollegen, die sagen, wir werden uns Ihnen anschließen? Ich kann verstehen, dass das eine spannende Frage ist. Dazu kann ich heute und möchte ich heute einfach noch nicht sagen. Da wird sicherlich in den kommenden Tagen und Wochen Antworten darauf geben. Mir war wichtig, dass ich an der Stelle glaubwürdig im Sinne der Programmatik, der Inhalte für den Wähler bleibe, auch wenn das in der Partei sicherlich vielen wehtut. Das kann ich verstehen. Aber ich konnte an der Stelle einfach auch nicht mehr anders. Aber jetzt müssen Sie verstehen, dass ich da noch mal nachfrage. Wenn Sie ja sagen, das ist nicht das Ende von Frauke Petri in der AfD. Sie sagen, da ist Potenzial. Das heißt doch so, Sie gehen nicht als eine Verliererin, sondern Sie glauben, da werden andere Ihnen folgen, weil sonst wären Sie ziemlich alleine. Ja, schauen Sie, die Interpretationen, die kann ich zwar vornehmen, aber die sind immer auch eine Frage desjenigen, der zuschaut, also allem voran die Wähler. Und deswegen überlasse ich diese Interpretation auch ganz freimütig all denjenigen, die sie für sich selbst treffen wollen. Ich hoffe, dass beim Wähler ankommt, dass ich für einen konservativen Neuanfang stehe, in vernünftigem Ton. Der kann hart auch durchaus eine Auseinandersetzung sein, aber eben so, dass der Wähler auch sieht, dass wir ein positives Angebot haben und nicht nur überall dagegen sind. Stelle ich mir das jetzt mal vor, in dem nächsten Bundestag, dann artikuliert sich die AfD und Sie sprechen dagegen, gegen Ihre eigene Partei oder stimmen gegen Vorschläge, die da eingebracht werden. Wie würde denn das praktisch aussehen?
Also wie vernünftige Opposition aussieht, das konnte man unter anderem auch in der sächsischen Fraktion seit 2014 beobachten. Und wir haben immer dann zugestimmt als Fraktion, manchmal auch ohne Fraktionszwang, wenn wir vernünftige Vorschläge der anderen gehört haben. Egal von wem sie kamen. Und genau diese Tradition werde ich fortsetzen. Aber es geht ja jetzt um Ihre Opposition gegen die Fraktion Ihrer eigenen Partei. Also darum ging es ja. Das habe ich schon verstanden. Aber die Antwort passte trotzdem. Denn es geht ja nicht um die Programmatik der AfD. Ich habe das Programm mitgestaltet. Ich stehe hinter nahezu allen Programmpunkten. Und glaube, dass dieses Programm es weiterhin wert ist, verfolgt zu werden. Nicht umsonst haben andere Parteien da auch schon ein bisschen kopiert. Jetzt müssen wir noch, Sie haben ja gesagt, radikale Stimmen, schrille Stimmen, die möglicherweise verschrecken. Heute ebenfalls vor kurzem hat Spitzenkandidat Alexander Gauland das Bekenntnis der Bundeskanzlerin in Frage gestellt, wonach das Existenzrecht Israels zur Staatsräson Deutschland gehört. Was sagt Frauke Petri dazu? Haben Sie das direkte Zitat vielleicht? Das kenne ich nämlich tatsächlich noch nicht. Ja, das können wir suchen. Das ist direkt zitiert und sagt genau das. Existenzrecht muss man überdenken, weil er dann sagt, man müsste dann, wenn man das zu Ende denkt, ja möglicherweise auch Soldaten schicken, um Israel zu verteidigen. Also er sagt, man muss, er stellt in Frage die Aussage, das Bekenntnis von Kanzlerin Merkel zum Existenzrecht Israels als Staatsräson Deutschland. Also schon ein ziemlicher Klopfer. Mehr können wir auch nicht zitieren, aber trotzdem, es reicht ja vielleicht, dass Sie dazu eine Meinung haben. Na, auf jeden Fall. Also ich kritisiere an Frau Merkels Aussage zur Staatsräson, die ich für völlig richtig halte, eigentlich nur, dass sie auf deutscher Ebene etwas verkündet, was ja in der Tat eine gewaltige Dimension hat, es auf europäischer Ebene aber nicht durchhält. Denn auf europäischem Parkett beteiligt sich letztlich auch die CDU mittelbar an den Sanktionen unter anderem gegen Judäa und Samaria, die ich für völlig falsch halte. Also ich glaube, wenn wir diese Partnerschaft mit Israel, die ich für wichtig und richtig halte, ernst meinen, dann können wir nicht einmal Hü und einmal Hot sagen. Und Sie sagen ganz klar, Hü, es muss dabei bleiben an der jetzigen Position. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frauke Petri.